Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei der Sendung Alles auf Neustart, Fragezeichen, heute mit dem Inhalt Ich, Norbert. Ja, nachdem ein junger Mann, der Bernhard Weißbart mit mir ein Interview gemacht hat, was Sie auch natürlich auf unserem YouTube-Kanal finden, war es mir heute nochmal wichtig, die Zielsetzungen dieses kommenden Jahres 2023 aus unserer Sicht zu formulieren. Erstens, was haben wir? Also, ein Studio, wie Sie sehen können, da sitze ich ganz toll und Kameras und alles, was dazugehört. Das heißt, was stellen wir hier zur Verfügung, was Sie nutzen können, um was zu tun, um liebevolle Dinge umzusetzen, meine Lieben, um Ihre Ideen nach draußen zu bringen. Wir haben nicht nur zwei Studios mit zwei unabhängigen Regies. Das heißt, im einen Studio kann eine Sache produziert werden, während zum Beispiel in dem Studio, an dem Set, an dem ich sitze, an dem Set oder da auf der ganz anderen Seite ganz andere Dekos stehen, die Sie nutzen. Sie können, um das zu machen, entweder, mich als Interviewpartner oder als Fragesteller dazu buchen oder einen anderen Kollegen. Oder Sie kommen mit eigenen und sagen, nein, wir bringen unseren Interviewer mit und wir wollen nur im Studio halt mit dem ganzen Hightech-Rahmen, was es hier alles gibt, produzieren. Das ist natürlich besser wie zu Hause vor einer Webcam und Sie kriegen dann natürlich einen fertigen Beitrag. Dazu mieten Sie das Studio. Das ist nicht wie wenn Sie eine Sendung mit mir machen. Nein, Sie mieten das Studio. Sie sagen, wir kommen um acht. Immer, ich glaube, drei Stunden oder zwei Stunden ist Mindestzeit. Auch da schreiben Sie an redaktion.ria-tv.ch. Dort bekommen Sie dann alle Informationen was möglich ist welche zusatzleistungen es noch gibt wir können auch einen beitrag den sie produziert über unsere ganzen online schienen vermarkten oder anfang des nächsten jahres wieder ins fernsehen. dann ist natürlich licht ton kamera alles dabei dann gibt es natürlich weitere dinge es gibt hier vier schneideplätze ich habe ja in der letzten Sendung gesagt, wir beabsichtigen, eine Berufsausbildung zu machen und wie gesagt, in dem Jahr, wo der Norbert alles übergibt an die nächste Generation und alles begleitet, bin danach nicht ganz raus, aber ich reduziere meine berufliche Geschichte auf 20 Prozent, denn wie gesagt, das Leben ist nicht nur da zum Arbeiten, da habe ich eh genug gemacht in den letzten 66 Jahren sondern man muss sich auch noch mit ein paar anderen Dingen beschäftigen, was ich dann natürlich möchte. Ah, jetzt schauen wir mal, wie das Studio auf der anderen Seite aussieht, wo noch gebaut wird. Dann gibt es hier, wie gesagt, vier Schneideplätze. Da kann Schneiden gelernt werden, da können auch andere Sachen noch gemacht werden, Grafik und so weiter. Und es gibt vier Arbeitsplätze, redaktion, marketing, gestaltung und ideen. so, ich habe schon gesagt, ganz wichtig für uns sind menschen, die uns unterstützen. freie medien ist, glaube ich, in der zukunft etwas, was mit geld gar nicht mehr zu bezahlen ist. wenn sie schauen, zum beispiel am beispiel schweiz, drei konzerne haben alle medieninstrumente hier in der hand. mit es, ähm, dem Schweizer Fernsehen vier. Ansonsten ist alles, egal was auf der Zeitung draufsteht, gehört drei Gruppen. Muss nicht grundsätzlich schlecht sein. Aber wenn ich mir dann die Aussagen in den Zeitungen anschaue und ich lese überall nur noch das Gleiche, dann muss ich sagen, brauchen wir so viele Medien gar nicht, dann würde der Volksempfänger reichen. Da war das ja auch so zu der Zeit, dass es da eine Aussage gab und die haben alle gekriegt, ob es wahr war oder nicht, aber es gab nichts anderes. Wir bewegen uns leider da wieder hin, was mich sehr erschreckt und aus diesem Grund ist mein großes großes Ansinnen, bevor ich mich zurücknehme, mit jungen Menschen, mit Menschen, die die Zukunft und die Liebe im Herzen tragen, einen Sender zu etablieren, wo es um schöne Dinge geht, wo es um Lösungen geht, wo es darum geht, wie wir die Zukunft gestalten können und wo es darum geht, wie wir unsere Gesundheit erhalten, wie wir die schönen Dinge des Lebens genießen können und so weiter und so weiter und so weiter. Wie wir in unserem Garten uns ernähren können und so weiter und so weiter. Mhm. Aber ich habe meinen Teil mit time to do.ch beigetragen. Nun ist es meine Aufgabe, das weiterzugeben, das Know-how, die Beziehungen, die Möglichkeiten, dass die Menschen, die irgendwann an diesem Platz sitzen, genauso spannende Themen nach draußen bringen können und genauso die Zuschauer fesseln, wenn sie aus dem Herzen die Wahrheit berichten über Dinge, die man noch gar nicht gehört hat und wo der Mainstream gar nicht will, dass man das hört. Also, was brauchen wir? Was braucht der Norbert? Einmal hier, was das Thema Business betrifft. Ich suche junge Menschen mit den Fähigkeiten. Grafik, Webseitendesign, Intros und Animationen machen, irgendwelche ähm, PowerPoint-Präsentationen erstellen. Diese Dinge tun, weil ihr wisst, Fernsehen ist immer ein Medium, was bewegte Bilder braucht, was nicht nur Text braucht, sondern auch, dass sich ein bisschen was bewegt. Und wenn es der Nobert ist, der sich bewegt. Also, dann Video. Menschen, die Videos bearbeiten, Videos hochladen, Videos schneiden können, die im Social-Media-Bereich sich auskennen. Und auch das Thema Newsletter. Also so ein Thema Online-Marketing, junge Leute, die das hier machen wollen. Und das Dritte wäre, redaktionelle Leute, die Themen sich annehmen und sagen, Mensch, da gucke ich mal, was ich darüber finde, darüber sollte man mal berichten. Ob sie dann auf mich zuarbeiten oder auf einen Kollegen, oder ob sie hingehen und sagen, Mensch, das will ich selber machen, begeistern Sie sich. Hier steht alles. Es muss mit Leben gefüllt werden. Aber Dazu gehören auch die Finanzen. Und auch hier brauche ich Ihre Unterstützung und Ihre Förderung. Wir brauchen Gönner und Förderer für den Erhalt der freien Medien. Freie Medien sind so etwas mittlerweile wie vom Aussterben bedrohte Tierarten. Da gibt es genug und jeden Tag äh, kommen noch ein paar dazu. Und so ist es mit freien Medien. Und wenn Sie, Sie, die die Verantwortung haben, meinen, sie müssen das nicht tun. Ihre Entscheidung. Wir suchen Partner, denen wir auch helfen können bei ihren Dingen. Sie wissen ja, Sie können das tollste Produkt herstellen. Wenn es da draußen niemand weiß, wird es ein Ladenhüter werden. Aber wir haben die Möglichkeiten, das zu verbreiten und vor allen Dingen neue Dinge, die die Menschen brauchen, auch wenn sie eine kleine Manufaktur sind. Hier haben sie zu tollen Konditionen und wie gesagt, die Preise haben sich halbiert in der letzten Zeit, wo hier noch ein Fernsehsender saß und jetzt ist es im Prinzip ein Vermiet- oder Aufnahmestudio, wo jeder produzieren kann. Natürlich wird Technik bereitgestellt, also die Regie, Licht, Ton, die Kameraeinstellungen, das müssen Sie nicht wissen. Sie müssen nur wissen, was Sie den Menschen mitteilen wollen. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir hin und sagen: So, jetzt haben wir eine tolle Aufnahme. Was machen wir jetzt? Wie kriegen wir das denn unter die Leute? Früher im Fernsehen, klar. Schweiz, teilweise Deutschland, teilweise über andere Kanäle. Und dann gibt es auch so Dienste wie Wilma und Zatu oder Teleboy, wo wir uns anhängen werden. Und natürlich das riesige Online-Feld. Und so kann man Stück für Stück beginnen. Natürlich ist das Fernsehen mit Kosten verbunden. Und warum konnte ich denn viele Themen nicht bringen? Weil die Menschen nicht das Geld haben, um Fernsehen zu bezahlen. Aber für Sie als Zuschauer wäre es unfassbar wichtig, dass Sie die Information haben und nicht einseitig orientiert durch die Welt tappen. Demokratie ist immer und automatisch mit Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit verbunden. Und wenn die beiden Aspekte wegfallen, dann haben sie keine Demokratie mehr. Ich nenne das dann Systemdiktatur. Und wie gesagt, gefordert sind die, die die Möglichkeiten haben. Stellen wir uns vor, sie haben ein Möbelhaus. Wären sie bei uns gerade richtig? Warum? Wir brauchen immer mal wieder sogenannte Studio-Deko- oder Studio-Ausstattung. Stühle. Sowie den, der wurde mir auch von einem damals tollen Möbelhaus gesponsert und wie gesagt, ich liebe ihn diesen massiven Tisch und für den wurde kein Baum gefällt, weil das ist ehemaliges Holz, mit dem Häuser und Schiffe gebaut wurden und das wurde recycelt und dann zu einem Tisch gemacht. Ich gesagt, wow, was für eine tolle Nummer. Das sind die Dinge und ich weiß, da draußen gibt es so viele Koryphäen, so viele Menschen, die tolle Dinge machen und wissen. Aber im Mainstream will man das nicht hören. Da will man alle gleichschalten. Gleiches Gesundheits-, in Klammer Krankheitssystem, gleiches Foodsystem, gleiches Bildungssystem. Und das bei Menschen, die Individuen sind? Das wird ein Riesendilemma werden. Aber. Es muss uns nicht interessieren. Es gibt Wege. Komme ich zum zweiten Teil. Der erste Teil ist, ich brauche Menschen, die mit uns arbeiten wollen. Ich brauche Menschen, die uns helfen, das zu finanzieren und aufzustellen. Ich brauche Menschen, die uns unterstützen. Und ich brauche Menschen, die auch mit uns arbeiten, die sagen, Mensch, Robert, wir würden da gerne was sponsern. Könntest du uns da helfen, das zu verbreiten? Über Redaktion oder über eine Werbesendung. Aber natürlich, das mache ich liebend gerne, wenn es Dinge sind, die in mein Motto fallen. Erschaffe gemeinsam mit anderen Dinge zum Wohle aller. Ganz wichtig. Also es gibt gewisse Süßgetränke, die könnten mir Millionen bieten. Ich sage es euch, wie es ist. Wäre nicht möglich bei mir. Natürlich könnte ich viel machen mit deinem Geld und mir ein angenehmes Leben. Augenscheinlich. Es wird kein angenehmes Leben, wenn du deine Seele verkaufst. Und das tue ich nicht. Weil, a, weiß ich, was danach ist. Und jetzt sind wir beim Norbert privately. Nicht der Moderator, nicht der Medienunternehmer und nicht der Journalist. Die letzten zehn Jahre waren für mich als Norbert nicht einfach. Das können Sie sich bestimmt vorstellen. In der Zeit hat es mich einmal umgehauen. In der Zeit habe ich viele falsche Anschuldigungen und üble Sachen erlebt. Und wie gesagt, es war mir aber klar, wenn ich mich auf den Stuhl setze, werde ich auch ein paar Leuten auf die Füße treten. Aber, ich sage mir, sie haben es verdient. Wie war es denn in meinem Privatleben? Und wie war es denn hier? Und da ist auch einiges auf der Strecke geblieben. Und da habe ich auch drüber reflektiert und mir überlegt, ob ich das überhaupt im Fernsehen sagen soll. Aber es gibt nur einen Norbert. Und den kann man nicht aufteilen und sagen: Ja, beruflich macht der das, da verkauft er das Zeug, was die Leute umbringt, in Klammern. Und privat ist er ein ganz Lieber. Das geht nicht. Entweder ich bin ein Lieber oder ich bin's nicht. Und da geht's genau hin: Wie habe ich denn gelebt? Und was habe ich alles probiert? Ich habe alles durchprobiert. Die letzten Jahre waren sehr unstet. Warum? weil ich auch natürlich immer wieder wusste, wenn du in klassischen Verhältnissen lebst, bist du natürlich angreifbar und erpressbar. Und das wollte ich eh einer Partnerin und mir und vor allen Dingen auch ähm, anderen Menschen, die in meinem Umfeld sind, nicht zumuten. Also was habe ich gemacht? Ich habe die letzten fünf Jahre jetzt in so einem, hm, wie soll man, ach, modern heißt das Freundschaft Plus, glaube ich, in solch Verhältnismäßigkeiten gelebt, auch liebe Menschen kennengelernt, aber nichts an mich herangelassen, bis ich gemerkt habe, dass in meinem Herz der Ruf entsteht nach einer anderen Geschichte. Es geht nicht mehr darum, hinzugehen und zu sagen, und lebe da modern und äh, äh, gehe auf nichts ein und tu mich nicht auf eine Beziehung einlassen. Ich merke, es fehlt mir was, die Tiefe fehlt wenn du dieses Thema Freundschaft plus lebst, das geht eine Weile und ich habe auch da immer geschaut, dass da klare Verhältnisse herrschen und ich niemanden verletze. Aber ich gebe zu viel, denn bei mir ist auch das plus ohne mein Herz nicht möglich und dann bleibt danach eine gewisse Leere. So, wo will ich hin? Wenn da draußen ein mensch ist weiblich. ich bin ein klassischer heterosexueller. und wobei ich alles andere akzeptiere. also auch da habe ich eine unglaubliche freiheit. und wo jemand sexuell orientiert ist, ist mir vollkommen wurscht. das ist seine sache, solange er mich damit nicht einschränkt oder behelligt. also wenn da draußen eine frau ist, die sich neue lebensformen vorstellen kann. ich überlege zum beispiel auch, wie viele menschen ich kennengelernt habe, die im alter einsam sind. Was heißt das? Da stirbt mit 45 der Partner oder verunglückt. Die Frau kommt nicht mal so recht mehr dazu, eine neue Partnerschaft hineinzugehen. Erstens ist am Anfang mal das Thema der Trauer und des Verlustes natürlich da. Dann kommt so, soll ich noch, was werden die Leute sagen? Wenn man dann irgendwann mal 50 ist, dann denkt man auch, jetzt will mich eh keiner mehr. Und dann beginnt diese Abwärtsspirale Einsamkeit. Depressionen, Psychosen. Ähm, dann kommen die ersten Krankheiten, die da drauf. Fa Manche fangen dann an, übermäßig zu essen, da sie ihre einzigste Befriedigung noch in dem Gefühl von süß oder, oder erfüllt zu sein. Muss alles nicht sein. Warum denken wir denn nicht über mal Alternativen nach? Wie könnten wir denn leben? Ich könnte mir auch vorstellen, also in Klammer, ähm, sag ich mal, eine Rentner-WG. <laughs> Muss nicht klassisch, nur um zu zeigen, was ich damit meine. Der kann auch 45 sein und vielleicht nicht mehr arbeiten müssen, oder, oder. Menschen besitzen Häuser. Ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, da ist der Partner auch vor zehn Jahren gestorben. Riesenhaus. Und es lebt da alleine da drin. Er sagt, manchmal hört er Geräusche und äh, hat ein gewisses äh, Unsicherheitsgefühl in seinem eigenen Haus. Warum? Er ist alleine. Und dann sagt er, weißt du, wenn ich so in die Küche gehe und erinnere mich zurück vor 15 Jahren, wo noch Frauen und Kindern alles hier war, wie das schön war, dann sage ich, Mensch, Menschen, tut euch doch zusammen. Gerne würde ich mich hier in diesem Format als Vermittler und als Erleber. Dieser Situation anmelden und Ihnen sagen, ich helfe, kommt auf mich zu. Norbert. Norbert Ria-TV.ch. Da erreichen Sie mich direkt und die Telefonnummer über die Redaktion, wo Sie mich direkt erreichen, auch. Was möchte ich? Vielleicht finden wir eine neue Form. Ich habe jetzt mich im Ausland umgeschaut, wo möchte ich denn leben? Vielleicht gibt es da draußen eine Frau, die sagt, Mensch, das wäre ja toll, hier womöglich, ich habe genügend Platz ähm, mit drei oder vier oder fünf Leuten zusammen in einem Haus, sich die Aufgaben zu teilen, wenn man eine gemeinsame Ausrichtung hat, miteinander die Dinge zu tun, gemeinsame Abende zu bringen, aber trotzdem die Möglichkeit des Rückzuges und des Alleineseins zu genießen. Das muss sein. Oder wenn jemand sagt, Mensch, den Norbert möchte ich gerne kennenlernen, das kann er auch gerne tun. Und ich bin offen für alle Möglichkeiten. Aber eins weiß ich: alleine werde ich nicht bleiben. Wo und wie ich in Zukunft, wenn dieses Jahr hier abgelaufen ist, das 2023er äh, sein werde und wie mein Beziehungsstatus sein werde, wird alles auf mich zukommen. Aber eins möchte ich nicht. Einsamkeit und, und Krankheit im Alter, das braucht es nicht und da gibt es Lösungen. Nur bisher ist sie niemand angegangen. Ich möchte sie angehen, ob man hier eine neue Lösung findet, ob ich im Thema Partnerschaft eine neue Lösung finde oder ob man sich einmal umschaut, warum geht man denn nicht zu Dritt zu Viert, zum Beispiel nach Portugal, habe ich eine super Geschichte, Sardinien, Bulgarien, es gibt so viele tolle Länder, wo die das Leben viel einfacher ist. Und die kommen alle auf mich zu und erzählen mir das. Lassen Sie uns das doch mal machen. Wozu haben wir denn die Medien? Schreiben Sie mir Norbert norbert.ria-tv.ch. A, wenn Sie mich kennenlernen wollen. B, wenn Sie die Möglichkeit sehen, vielleicht, dass Sie sagen: Mensch, ich habe genug Platz. Ich würde das auch gern machen. Dann müsste man sich aber erst mal unterhalten, wie sowas überhaupt im Detail funktionieren kann, dass man sich vereinbart. Wie gesagt, oder. Sie haben eine andere Überlegung, wie Sie mit dem Norbert und mit RIA TV zusammenarbeiten können, wie Sie den Norbert und die Menschen unterstützen können, wie RIA TV ein Teil von Ihrem Leben wird oder Sie als Möbelhersteller Ihre Möbel über unseren Sender verkaufen können. Als Beispiel. Meine Lieben, wir sind am Ende angelangt. Ich danke für das Zuhören. Das ist meine Zielsetzung noch für die nächste Zeit. Ich hoffe, ich kann mit Ihnen gemeinsam viel umsetzen. Es wird mir unglaublich Freude bereiten. Und ich erwarte Ihre E-Mail oder Ihr Telefonat. Ich freue mich. Vielleicht gibt es noch ein kleines Weihnachtswunder. Mal schauen.